geschafft! Ja, geschafft. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück. Da ist die Geheimtür. Zu dem wirklich wahnsinnig geilsten Minispiel aller Zeiten. Hier bei dem Tiger-Team. Knallharte Action im Kaugummi-Center. Und wir haben die Geheimtür geöffnet, jetzt nachdem wir den Farbcode in 2500 Jahren Rumtüftelei da gemacht haben. Wirklich mal, da haben sie sich mal wieder selbst übertroffen, was den Minispiel Fun-Fun-Fun-Fun-Fun-Gehalt angeht. Also wirklich Fun-Fun-Fun, dieses Minispiel. Ja, hat richtig hart Spaß gemacht jetzt gerade. Ist auch immer schön, dass man da überhaupt nicht sich so fühlt, als würde man irgendwie so eine Zeit irgendwie da total wegvertrödeln. Nein. Okay, what is this? Das ist offenbar ein weiteres... Wieso ist denn hier alles so mega runtergekommen und weggeschimmelt und abgefuckt, ey? Das ist ja der Hammer. Oder der Zeichner hat da einfach richtig... Das ist so, der Zeichner macht so einen richtig schönen Tunneleingang. Und dann kommt der Brettsinner hin und sagt so, ja, geh, mach's nochmal ein bisschen abgefuckter. Und dann macht er das nur ein bisschen kaputt und er sagt, nein, hast du nicht zugehört. Ich meine, richtig hart abgefuckt. Und dann macht er hier so überall so, nein, du verstehst mich nicht. Spinnen, Kakerlaken, Giftmüll, Löcher in den Wänden, alle Arten von Insekten, der richtige Schimmel, Chaos. Und dann kommt das hier dabei raus. Aber gut. Ach so, man muss einfach auf grün drücken. Wow. Frau Bubble, wir haben sie gefunden. Ja. Wo ist die Polente? Da ist sie. Oh, wie ich mich freue. Endlich habt ihr mich gefunden. Ihr seid meine Rettung. Ja, aber sind nicht irgendwo die Typen? Thorsten, dieser Nichtsnutz, hat mich gefesselt, weil er das große Geld mit meiner sensationellen Erfindung machen will. Ich hatte das schon geahnt und ihn deshalb rausgeworfen. Hä? Ja, aber... Was? Er will mit aller Gewalt an das geheime Rezept. Ich habe nämlich durch Zufall eine Gummimasse entwickelt, die auf Töne reagiert. Ach, man kann was. Diese Gummifiguren durch Geräusche lenken. Ist das nicht doch... Fantastisch. Ein Kaugummi, der auf Töne reagiert. Oh, und weg ist sie. Na, versucht es gleich mal selbst. Hier habt ihr meine Tastatur. Los geht's. Hä? Sie geht sie wieder aus. Sie hinkt immer so raus. Was sind denn das? Hä? Lasst ihn doch mal hoch und runter hüpfen. Hä, was ist das für eine Magie, ey? Gut. Und nun den Zickzack. Ja, ich weiß nicht, was sie mit Zickzack meint, aber ja. Sehr gut. Und jetzt von der Schubkarre zu den Säcken. Schnell! Weg ist er. Bleib stehen. Ja, ist doch schon auf dem Sack. Noch mehr auf den Sack geht gar nicht. Das Einzige, was noch mehr auf den Sack geht, ist dieses Spiel. Ja, ich... Das sind doch die Säcke offenbar, oder? Sind das nicht die Säcke? Ich dachte, das wären die Säcke. Mit Farbstoff. Mit gesundem Farbstoff. Wie ihn jedes Kind in seinem Magen braucht. Ja, da geht's nach links. Ich weiß, aber ich war doch schon bei der Schubkarre. So, und jetzt ab zu den Säcken, ne? Dann geht's hoch. Unglaublich, was für eine Erfindung. Wow. Nun lasst uns aber rausgehen. Ja, ich glaube auch. Lass mal nach Hause gehen hier. Immerhin haben wir die Alte befreit und was ist das eigentlich für ein dämonisches Ding? Also sollen wir vielleicht mal, also kann das Gewerbeamt oder das Gesundheitsamt oder irgendwie hier mal reingucken? Ich glaube nicht, dass das hier so legal ist und überhaupt und dass man das hier darf irgendwie. Ab nach oben!
Es gibt hier unglaublich viele Räume, die aber offenbar nicht genutzt werden, oder? Also, ich denke, wir werden jetzt eingesperrt, oder? Denke ich mal. Okay, wo geht's jetzt raus? Was ist das da für eine Tür? Da geht's auch noch rum. Da ist ein Messer und eine Kiste. Was ist das überhaupt für ein komischer Raum, hier, da raus? Hey, wer hat die Geheimtüre geöffnet? Oh nein. Da ist jemand in die Fabrik eingedrungen. Schnell, lass die Gitter runter. Was sind für Gitter? Hilfe! Wir sind eingesperrt. Hä? Oh, Luke, du kannst noch nach oben laufen. Von der Fabrikhalle aus führt eine Tür zu den Verwaltungsräumen. Im hinteren Büro findest du einen Schalter, der die Schutzgitter deaktiviert. Lauf schnell. Wir überwachen dich vom Kontrollraum aus. Falls sich Thorsten und seine Tauge nicht zu nähern, bedienen wir die Falltüren. Ich schalte schon mal die Monitore ein. Was? Was sind das für... Was ist das für eine Fabrik, ey? Und warum, wieso gibt's da Falltüren? Wie transaliert sie da ihre Mitarbeiter oder wie oder was oder ja, es ist ja komplett des Wahnsinns, diese Firma, ey. Ja, hier möchte ich kein Mitarbeiter sein. Und da ist da die ach so, da ist das Todessprachrohr. Ja, okay. So, hier, komm, warum sind wir denn hier nicht rausgegangen eigentlich? Ach, das ist da von der anderen Seite blockiert. Hätten wir nicht den Weg nehmen können? Das wäre doch viel besser gewesen, oder? Wenn wir einfach... Ja, kannst du dich nicht umdrehen? Da. Wenn wir einfach den Geheimgang genommen hätten, oder? Da seid ihr ja. Hier im Videoüberwachungsraum können wir Luke und diese Gangsterbande beobachten. Okay. Geil. Mit den Knöpfen könnt ihr die Falltüren bedienen. Die sind in den Räumen mit Teppichen getarnt. Aber passt auf, dass Luke nicht reinfällt. Warum sind denn da Falltüren? Ich check das nicht. Was? Teppiche? Ja, da ist Luke, ja? Ach so. Ah, ne, da ist Luke. Okay, ich verstehe. Ich muss immer warten, bis dann von denen kommt und ihn dann reinfallen lassen, oder was? Das ist ja viel zu schnell. Wo geht denn da das auf? Da. Ja, die gehen ja da ganz woanders. Das ist ja viel zu schnell hier. Ah, da, jetzt wäre er gerade reingekommen. Die sind ja in mehreren Räumen gleichzeitig. Ich konzentriere mich auf einen Raum, ja? Jetzt habe ich Luke reinfallen lassen. Scheiße. Nein, oh Mann. Ja. Ja, Moment. Sehr gut. Ja, sie sind weg. Ich habe beide da verschwinden lassen. Luke ist durch. Jetzt müsste gleich das Schutzgitter hochgehen. Sind die jetzt tot oder na was? Los. Oder? Schnell hoch zu Luke. Ab nach oben. Wo sind die denn jetzt? Ich meine, ich habe sie doch die Falltür. Irgendwie sind die jetzt gestorben oder vielleicht sollten wir echt jemand mal hier irgendeine offizielle Behörde rufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier alles so dass das so sein darf. Irgendwie. Jetzt aber ab nach oben. Vor allem, was ist denn das für ein Zugang hier? Himmel, was war das? Hat sich für eine Explosion angehört. Boah. Alter, was ist denn nur passiert? Oh nein, Thorsten hat den Tresor gesprengt. Er hat die Formel für den Superkaugummi gestohlen. Nichts wie hinterher. Ich hab Thorsten doch an eine Falltür gejagt. Er ist auf die Straße gelaufen. Los, da vorne läuft er. Schnell, schick den Superkaugummi hinterher. Oh Gott, was ist das? Oh mein Gott. Was ist denn das?
Er versucht zu fliehen. Schnell! Schick den Super-Kaugummi hinterher. Was? Oh mein Gott. Ja, Alter. Kann ich das auch irgendwie anders machen? Ey, das ist ja, was ist das für ein asoziales Spiel? Nee, ich muss hier anders sein, warte mal. Hinterher jetzt. Ja. Ich soll den schon ausweichen, oder? Was soll ich machen, oder soll ich sie fressen? Weiter nach vorne. Das ist hart anstrengend gerade, Leute. Es ist, boah, ich komme immer ganz zurück. Ey, wer macht denn sowas? Komm schon. Komm schon rüber. Hol ihn, Mann, du super Kaugummi. Ja, boah, ey, what the fuck. Nein! Oh Gott, nein! Hilfe! Hilfe! Oh mein das Gott. Das war's wohl, Thorsten. Der Rape-Kaugummi. Was ist das denn, ey? Was ist denn mit diesem Kaugummi? Ha, wieder ein Tigerfall gelöst. Was? Oh zur Belohnung schenke ich euch meine vorletzte Erfindung. Ein Streifen-Kaugummi, mit dem man Riesenblasen machen kann. Ein Tiger-Bubble getauft. Vielen lieben Dank. Für ein aufregender Fall. Du bist wirklich ein Spitzendetektiv. Ja. Gratuliere. Wenn du einen Internetanschluss hast, kannst du jetzt über den Computer in der Menüleiste deinen Highscore ins Internet abschicken. Nee. Im sagt Computer mir gar nichts. Internet. Findest du auch alle spannenden Spiele, die du jederzeit nochmal spielen kannst. Ja, absolut Bock drauf. Wenn du auf das Tiger Team rechts unten klickst, ja, rechts wird unten. Dein Spielstand automatisch vor dem Schließen gespeichert. Aha, aha, aha. So kannst du auch später deinen Highscore abschicken. Ah ja, richtig gut. Aber bist du schon ganz wild auf einen neuen Fall? Ja. Es gibt bereits zwei weitere Tiger Team CD-ROMs. Wirklich? Das Geheimnis der goldenen Mumie. Habe ich. Und die Geisterfahrt der schwarzen Bertha. Habe ich auch. Also dann, viel Spaß, tschüss und bleib auf der Spur. Und ich glaube, das waren alle drei. Ich glaube, wir haben alle Tiger Team Teile gespielt. Es gibt kein weiteres. Und das hier war ja wohl mit Abstand das Absurdeste. Was war denn das jetzt? Der Super-Kaugummi am Schluss. Oh Mann, aber lustig war's. Lustig war's. Ein sehr lustiges Spiel. Absurd, total verrückt. Und diesmal klicke ich hier tatsächlich auf Ja und möchte das Spiel beenden. Und darf mich herzlich verabschieden bei euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War wirklich ein prima Spiel. Und ja, dann sehen wir uns bei was auch immer wir als nächstes machen werden. Ne? Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Danke fürs Gucken. Tschüss.